Moin moin, mein lieben Montaschen, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ganz kurz, bevor wir anfangen zu zocken, ich habe gestern, wo ich das Video hochgeladen habe, habe ich erst danach gemerkt, dass ich vergessen habe, Folge 3 und den Spielnamen mit reinzuschreiben. Aber ihr wisst ja, wie das Spiel heißt und welche Folge das war. Das war ja Folge 3 und aber heute darf ich es nicht vergessen. Ja, jetzt fangen wir mal an zu zocken. Wir wissen ja noch, wo wir stehen geblieben sind. Na, komm schon. Mit der Gabriela haben wir jetzt mal geschrieben. Bei diesem Buch hier, genau. So, ich bleib heute die ganze Nacht wach, du kannst mir jederzeit schreiben. Bitte hör auf, dich so verrückt zu machen. Dir wird nichts passieren. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag bitte Bescheid. Mach mir das hier lieber. Denke, Paddy. Kein Problem, kein Problem. Eine Sache noch. Wolf macht sich große Sorgen, weil du dich nicht bei ihm meldest. Bitte erzähl ihm nichts von mir und lass dir irgendwas einfallen. Wenn ich das hier überlebe, werde ich ihm alles erklären. Und Paddy. Jo, bin ich. So weiß ich. Das mit dem Kurs tut mir leid. Pass bitte auf dich auf. Jo, mach mal. Und du auf dich, ne? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du schon wieder. Störe ich? Sag mal, störe ich oder was? Oh, machst du dich so dumm von der Seite an, du Fisch, du? War ein Joke. Alles klar, Digga. Willst du einen gehackten Netflix-Account? Die Top 100 Zingenscharts oder die neuesten Kinoblockbuster? Nein, was völlig anderes. Es ist ein Video mit einem gruseligen Mädchen im Lauf. Das soll wohl Angst verbreiten. Jeder, der es sieht, wird angeblich sterben. Ich weiß, wie komisch sich das jetzt anhört, aber ich muss wissen, ob an der Sache was dran ist. Jetzt nicht dein Ernst. Ja. Doch alle Bekannten von mir passieren seither seltsame Dinge. Seid doch nicht albern. Die hat wohl zu viel Drink gekocht. Bitte, Wolf, kannst du herausfinden, wer dieses Video erstellt hat? Der Ring. Beste Film ever, ey. Der ist so geil, der Film, ey. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Du meinst es wirklich ernst. Bedauere aber in dem Fall. Was? Oh. Okay. Ein Vorschlag zur Güte, weil du so dicke mit Gabriela bist. Ich habe ein Tool entwickelt, mit dem du selbst easy Dateien hacken kannst. In jeder Videodatei sind Metadaten versteckt.
Diese geben Aufschluss, wer das Video erstellt hat und mit welchem Programm. Ich soll hacken. Kannst du das nicht übernehmen? Alles klar. Ich soll hacken. Okay. Yep. Du schaffst das. Wir glauben an uns selber. Warte. Ich zapfe mal kurz ein Handy an. Das Programm Hacking Hands wurde erfolgreich installiert. Okidoki. Nein. Warum gehst du das an? Was willst du? Jetzt bist du baff, was? Den Rest macht ein eifriger Chatbot. Okidoki. Handzippern. Hallöchen mit Öhrchen. Hans ist mein Name. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Wer bist du denn? Bescheuerter Name. gleichfalls. Wer bist du denn? Hack-Anfänger und Nerd-Support. Geil. Oh Mann. Nerd. Ich bin ein sogenannter Chatbot, eine künstliche Intelligenz, die programmiert wurde, um Grünschnäbel wie dir das Hacken zu erleichtern. Du hast eine ausstehende Hackanfrage von meinem Meister erhalten. Um den Hackvorgang abzuschließen, benötigst du 3 Sterne. Aber keine Sorge, ich helfe dir dabei. Dann mal los. Danke. Kann ja heiler werden. Jupp, danke. Sammle 3 Sterne zum Fortsetzen. Hacken. Ja, da fangen wir wohl an, ein bisschen zu spielen. Oder so gesehen ein bisschen zu hacken. Machen wir einmal das hier hin. Das machen wir hier. Dann kommt das hier hin. Hier hin. Hier. Das hier hin. Das hier hin. Super gemacht, du hast alle Ziele erreicht. Gewinn abholen. Ein Stern, ein Weg. Big happens, ne Spaß. Wir brauchen ja 3 Sterne, deshalb muss ich jetzt hier 3 Spiele durchmachen. Gut. Ah, shit. Das hier hin, das hier hin, das hier hin. Und schon gewonnen. Ein Stern, ein Pick. So eine Münze praktisch.
Ja. Sollte ein Hackversuch misslingen, verlierst du ein Herz. Herz füllen sich mit der Zeit automatisch wieder auf. Perfekt. Was? Block für Zerbix freischalten? Nein, eigentlich nicht. Nein, auch mein Nun. Ein Zug extra, perfekt. Oh, wer noch? Ach nee, ich dachte gerade, alles gut. Wir haben hier noch 21 Züge insgesamt. Wir haben es gleich geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Ist auch ein grünes und dann haben wir es geschafft. Nein, jetzt nicht mehr werden. Das mysteriöse Geistervideo verbreitet Angst und Schrecken. Du willst wissen, was dahinter steckt? Entschlüssel für Wolf die Videodaten und finde es heraus. Ja. Na siehst du, mit meiner Hilfe war es ein Kinderspiel. Der Hans, der kann's. Geil. War leichter als gedacht. Hacken ist nicht so meins. War leichter als gedacht. Jupp, der Hans, der kann's da halt, ne? Sag ich doch. Jupp, mit Augenzwinkern, perfekt. Zwingi Dingi mit Pingi Dingi Kingi. Ich habe den Quellcode der Videodatei an Häuptling Großer Wolf weitergeleitet. Ich sehe, du hast es geschafft. Jupp. Übrigens, falls Hans mal zu ausschweifend wird, schick ihm folgenden Smiley. Schicken Freunden ins Mail, dann hast du deine Ruhe. Alles klar. Den wird ich schon fertig. Ach, ich mag ihn. Ich mag den Typen. Ich mag den kleinen Roboter. Der Hans, der Kanz. Na dann. Gut. Ich schaue mir jetzt die Daten deines ominösen Videos mal an. Mal sehen, was ich finden kann. Melde mich. Gut. Aha. Home sweet home. Wer sagt's denn? Endlich mal zu Hause. Hey, Paps. Endlich zu Hause? Gerade angekommen. Der Stau hat uns gerade noch gefehlt. Ja, das glaube ich. Mama packt die Koffer aus und ich schaue Fußball. Das geht natürlich vor, Paps. Kleiner Pascha. Koffer auspacken kann man auch zur Zeit, Paps. Aber echt, ey.
Fußball schauen auch. Ja, aber Papa, aber Koffer auspacken ist wichtiger. Außerdem habe ich mir das nach der langen Autofahrt mehr als verdient. Einfach unverbesserlich. Wenn du das sagst. Absolut, Paps. Vom Hafen bis nach Hause? Nein, einfach unverbesserlich. Und Mama meldet sich schon, wenn sie was braucht. Ich stehe laut deiner Mutter eh nur im Weg rum. Aber du musst unbedingt einmal eine Kreuzfahrt machen. Wir können so viel erleben und unternehmen. Und dieses unendliche Meer. Wunderschön. Warte, ich schicke dir mal ein Foto. Ja. Yep. Okay. Oh mein Gott, was hast du das? Wie hast du das gemacht? Was meinst du? Das Foto? Ganz normal mit dem Handy. Wieso fragst du? Vergiss es, Paps. Wirklich tolle Aufnahme. Wirklich schade, dass ihr zwei nicht dabei sein konntet. Ich wäre liebend gern dabei gewesen. Ich glaube, das ist nichts für mich, Paps. So hattet ihr mal Zeit für euch, Paps. So ist es. Das haben wir doch eh. Jetzt, wo Hannah ausgezogen ist. Wie geht's ihr denn? Du hattest doch mit ihr gesprochen. Sie ist richtig happy mit ihrer neuen WG und morgen startet doch ihr neuer Job. Ich glaube, es wird ihr schon schwer, ihr Mitbewohnerin scheint auch etwas seltsam zu sein. Jupp. Es ist schön zu hören. Hoffentlich findet sie dort schnell Anschluss. Ja, das hoffen wir auch. Neuer Job und neue Wohnung ist viel auf einmal. Hannah meistert das. Das ist es wirklich. Aber die meistert das. Die schafft das. Mit Sicherheit. Ah ja. Aber schon ungewohnt, dass ihr beide jetzt weg seid. Diese plötzliche Stille und Leere im Haus. Aber was ist eigentlich mit dir? Macht dir das Studio noch Spaß? Größtenteils, auch wenn es Tage gibt, an denen ich gar keine Lust habe. Nicht wirklich, aber manchmal kommt es eben aufs Ziel und nicht auf den Weg an. Absolut, Paps, hab's noch kein bisschen bereut. Ja, das machen wir einfach mal. Lass dich von so kleineren Tipps nicht unterkriegen. Du meisterst das schon. Ja, Mann. Wir sind wirklich stolz auf dich. Auf euch. Bin mal kurz weg. Mama ruft. Okidoki. Antischogi. Oh. Hey Patty, konntest du Gabriela beruhigen? Jo. Ich würde sagen, bevor wir das Gespräch
das große Gespräch mit Yannick anfangen, würde ich sagen, hier hören wir auf. Ja. Ist, weil es diesmal nicht mehr so krass unheimlich wie das letzte Mal. Und wichtig ist, dass Mama und Papa jetzt zu Hause sind von ihrem Urlaub. Dadurch, dass die so lange im Stau unterwegs waren. Und ja. Ich mache dann morgen dann wahrscheinlich weiter. Und ja, würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Abend. Und dann ciao, bis morgen.